Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 4. Wie ihr seht, habe ich jetzt schon einen kleinen anderen Standpunkt, und zwar direkt vor unserer nächsten Mission. Ich habe ja auch schon ein, zwei Leute aus Versehen, also die sind eigentlich alle umgefallen, damit habe ich eigentlich nichts zu tun, aber... Psst. Egal. So, dann machen wir mal mit der Mission weiter. Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Okay. Dann gehen wir jetzt anscheinend zum Gouverneur. ¿Ese es el hombre? Und gucken mal, was uns da erwartet. Ich denke mal, er sollte eigentlich nicht böse sein. So. Hier wird auch schön Sklavenarbeit betrieben, das ist auch mal gut. Da oben schießen irgendwie welche. Mal gucken, was da los ist. Mhm. Sind wir da. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Wein. Ihr traft sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah. Nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julia, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. Ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. So. Ihr habt meine besten zwei Fahrerbauchlöcher-Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, bitte. Ah. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf. Doch ihr hatten sie ihn am Schwimmen. Leider. Hört, hört. Wow, die Pistole hat vier Schüsse anscheinend. Was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe vier Kugeln fasst und nicht so mit F. So schießt man mit F. James, er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Dann laden wir nochmal nach. So. Mit dem Gastgeber sprechen. Mit dem fortsetzen. Herausfordern. Dann fordern wir den mal heraus. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Okay, müssen wir jetzt schon schießen. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Ja, mach ich. Treffer. Treffer. Ach, hab ich ihn getroffen? Treffer. Los, lad schneller, 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 schneller. Ah, ich will noch zwei Treffen, los. Mach schneller. Los, mach doch jetzt hin. Kein Glück, wie? Ah, das hätten wir hinkriegen können. Da ich mich ein bisschen blöd angestellt gerade, aber das kriegt man hin. Ah, wir können noch mehr herausfordern. Gut. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Okay. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Mach ich. So. So. Da haben wir noch einen. Jetzt schnell nachladen. Zwei Schüsse und dann haben wir es. So. Den und den. Geschafft. 350 hat das gebracht. Wow. Und dann gehen wir mal auf Fortsetzen. Duncan,
Wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenirs. Okay, dann folgen wir mal den Gastgeber. Was ist der Brauch, Rui? Brauch, hi. Danke. Wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich... Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Boah, ist aber nett. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Okay, einfach ein bisschen Attentate verüben. Zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Achso, wir sollen jetzt in den Heuhaufen laufen. So. Aus den Heuhaufen einen Gegner eliminieren. Wow. Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ja, ja. So, Überraschungsmoment ist wichtig. Ecken. So, mehrere Attentate ausführen. Cleverer Trick. Was war da denn? Ist zu cool, ist die Frage eigentlich, aber okay. Die offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Luftattentate. Ein Luftattentat. Oh, das war kein schönes Luftattentat. Das müssen wir nochmal machen. So, jetzt auf den und drauf. Das war ein schönes Luftattentat. Magnifique. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Der Todesstoß im vollen Lauf und nehmen wir den. Wow. Stylisch. Wunderbar. Okay, dann fortsetzen. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen, kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls, doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten, alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schaffen es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl, das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren... Oder auf der Stelle gehängt werden. Ah. Dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Großmeister Torres. Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Increible.
Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Endlich beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Ein Glück wissen die nicht, wer wir eigentlich wirklich sind. Und wir sollen jetzt anscheinend bestehlen. Das machen wir doch mal mit Vergnügen. Oh, sind übelst reich. Wir erzählen eine uralte Geschichte. Seit 2 Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen ja, der? Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergt. Oh, die Banner hatten alle übelst viel Geld. Armeia-Sphäre sozusagen. Gerät, das uns die Macht verleiht, so, dann hören wir den mal noch ein bisschen weiter zu. Wo und immer ja, er sich befindet. Gleich. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums. Und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Wählen wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts, er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Okay. Dann haben wir jetzt wieder einiges über die Templer erfahren. Und das auch ein bisschen an den Bereich hat, aber ich denke mal, das ist ja nicht so schlimm. Schlaft gut, danke. So. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellent. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. Okay, das tun wir. So. Der Gouverneur Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Okay, dann sollen wir morgen früh bei diesen Docks sein. 500 haben wir jetzt bekommen. Das heißt, wir haben 10.000 und können uns diesen Piraten-Krummsäbel kaufen. So, keiner gemerkt. So. Dann hätten wir mal noch unsere Piraten. So, kann ja nicht angehen, dass sie einfach so grundlos zusammengeschlagen werden. Aber bei allem, was mir heilig ist, ich bin es nicht. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. So, dann haben wir nochmal 100 gekriegt. Eine Pistole haben wir jetzt, das ist cool. Das ist cool. So. Ich würde mal sagen, da hier gerade so ein Stand ist, kaufen wir uns mal noch diesen Piraten-Krummsäbel. Weil ich denke mal, das könnte ganz cool sein. Schwertsets.
Ah, gucken wir mal an. Ich denke mal, der Piratenkrummsäbel ist vom Schaden auf jeden Fall der beste. Deswegen kaufe ich den einfach mal. So, Piratenkrummsäbel ist ausgerüstet. Oder? Ja. Ja, die Schwerter hier sind alle schlechter. Ich denke mal, der ist schon ganz gut. Können wir noch eine Pistole kaufen? Die hier wäre vielleicht ganz cool. Ah. Eine große Reichweite ist, denke ich mal, nicht so schlecht. Ah, 2500 zur Ferme leider nicht. Aber wir haben immer ein neues Schwert. Hä, warum werde ich jetzt angegriffen? Hä? Was wollen die denn? Okay, der Säbel ist auf jeden Fall gut. Da ist doch irgendwas. Ah, jetzt können wir auch schießen. Ah, das ist natürlich schwierig. So, ah. Soll ich da jetzt schießen? So. Laden wir mal schnell nach. So. Raupen den natürlich raus. Und dann laufen wir mal schnell wieder zu diesen Docks. Und gucken dann mal, wie es weitergeht. Aber ich denke mal, das werden wir dann erst in der nächsten Folge machen. Da diese Folge jetzt auch schon bei 16 Minuten ist, also bei über 16 Minuten. Aber ich laufe da jetzt nur schnell hin und dann gucken wir mal in der nächsten Folge weiter. So, wie sieht es hier eigentlich aus? Oh, wollte ich jetzt gerade nicht. Aber okay. Hä, warum werde ich schon wieder angegriffen? Das kann ja gar nicht sein. Wieso werde ich immer angegriffen? Oh, der hatte eine Pistole. Ah, die haben ja alle eine Pistole. Aua. Der jetzt schießt. So, Headshot. So. Ah, schade, den habe ich mir nicht geholt. So. Ah. Lass mich schnell nachladen. Nachladen. So. Jetzt haben wir ein bisschen nachgeladen. Nein. Ah, nicht gut. So. Auch wenn wir jetzt fast tot sind, holen wir uns die trotzdem. So. Du solltest doch nachladen. Nee. Schlimm. Jetzt raufen wir den hier aus. Oh, 10 Leichen plündern. Haben wir geschafft. Ich finde immer noch diese Abstergo-Herausforderungen sind immer noch richtig geil irgendwie. Gefällt mir. Das gefällt mir. Da gebe ich einen Daumen nach oben. So, 9 Kugeln haben wir jetzt. Es wäre nicht schlecht, wenn er hier uns noch eine geben würde. Ah, 10 Kugeln, perfekt. So. Ist natürlich schade, dass die Waffe jetzt hier nicht 4 Kugeln auf einmal schießen kann. Weil das wirklich extrem nice ist. So. Hier sieht es schon so aus, als wären wir fast an den Docks. Ich denke mal, wir müssen auch gleich sein. Ja, hier durch. So, dann sind wir hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, bis zur nächsten Folge und tschüss.